sein. Und ja, ich werde alles das, was ich erlebt habe in den letzten 39 Jahren in Europa, im Herzen bewahren. Ich weiß noch, wie Kolbing anfing für mich als Generalsekretär. Das war auch so eine etwas spannende Geschichte. Viele werden sie schon kennen. Ich war damals 26 Jahre, hatte gerade mein Diplomexamen als Diplomkaufmann hinter mich gebracht, hatte mich beworben bei Jakobs Kaffee in Bremen, hatte eine Topstelle im Bereich des Marketings. Und dann sagte mein Vorsitzender zu mir: Du, da steht im Kolbing eine Stelle, die suchen einen Generalsekretär, will sich nicht bewerben. Ich sage: Du bist bekloppt, das war bisher immer Priester und ältere Herren, was soll ich denn da? Er sagte: warte noch bis am Sonntag, das war am Donnerstag. Denn ich war im Vorstand einer örtlichen Kolbingsfamilie. Und dann haben die gesagt: Okay, wir sitzen zusammen bei mir. Es tut mir leid, ich muss hier meinen Posten aufgeben. Ich gehe nach Bremen, in den Norden, in den hohen Norden. Und deswegen müsst ihr euch jemand anders suchen. Und dann mein Vorsitzender am nächsten Samstag war ein Ball zugunsten der Entwicklungshilfe. Und da war Festinger, der damalige Generalpräses. Und mein Vorsitzender hin zum Festinger hat gesagt: Haben Sie schon einen Generalsekretär? Nee, wir haben einen. Der. Ich war auf der Bühne. Twistigen. Der General hat gesagt: Sprechen wir mal kurz miteinander. Sprachen wir miteinander 10 Minuten. Das war ein Samstag. Dann ist er am Sonntag zu meinem Fahrer gefahren. Also gefragt, was für ein Mensch wäre. Der muss ein ganz gutes Urteil abgegeben haben. Weil am Montagmorgen bekam ich einen Anruf, ich solle bitte sofort nach Köln kommen. Mich vorstellen, da wäre das Generalpräsidium zusammen. Das Generalpräsidium tagte damals dreimal im Jahr. Die waren zufällig an dem Montag zusammen. Ich also nach Köln, ich sollte meine Verlobte mitbringen, war damals verlobt. Und im Auto habe ich erzählt: Kolbing geboren, Kolbing gestorben, alles, was man so wissen muss. Ne? Wenn die fragen würden, was müssen die alle wissen, ne? Habe ich dir das alles erklärt. Und dann kam ich dahin und habe gesagt: Was, also, wie können Sie das vorstellen, was wollen Sie denn tun als Generalsekretär? Oh. Ich, keine Ahnung, was Generalsekretär tut, habe erzählt: europäische Bewegung, Jugendarbeit, international und so. Und dann sagten die am Ende: Wunderbar. Wir machen mit Ihnen einen Vertrag, ein Jahr internationaler Referent ohne Generalsekretär, weil das ist ein Wahlamt für 10 Jahre. Ein Jahr internationaler Referent und nach einem Jahr werden wir sehen, ob wir Sie wählen. Sind Sie damit einverstanden? Mit 26 mal locker vom Hocker, klar, warum nicht? Gut, also wunderbar, ein Jahr internationaler Referent. Das war im Oktober. Sollte am 1. Dezember anfangen. Im November war Generalrat, Wahlgremium des Generalsekretärs. Ich komme an nach Teisendorf, da kommen die Österreicher auf mich zu und sagen: Wären Sie schon bereit, heute zu kandidieren? Oh, ja, warum nicht? Mein Gott, ist ja nichts Besonderes, Generalsekretär zu sagen. Dann haben sie mich eingeladen, haben mich befragt, 2 Stunden lang. Ich habe 1 Stunde vor der Tür gesessen, bis sie sich ausgesprochen hatten, die Wahl war. Und dann bin ich, glaube ich, 2 Stimmen mehr dann gewählt worden. Ja, und dann seit diesem November 2010. Nee. 1973 bin ich also jetzt Generalsekretär, so fing alles an. Also es fing mit Europa an und deswegen ein Stück weit, da ist meine Heimat, obwohl ich immer offen war für die Welt, versucht habe offen zu sein für die Welt. Ich habe viel erlebt in dieser Welt, ich habe erlebt, wie jetzt die Globalisierung fortschreitet. Ich sehe, wie sich die Gewichte in der Welt verschieben. Ich erlebe das, wenn ich auf meinen Reisen bin. Aber ich denke, Europa hat auch in Zukunft der Welt noch etwas zu geben und das müssen wir pflegen, die Werte müssen wir ja bewahren, die wir haben. Ein Stück weit auch weiter in die internationale Diskussion einbringen. Und ich bin sicher, ihr werdet das als Kolbing Europa weiter tun. Und freue mich schon darauf, dann von außen zu beobachten, was ihr alles tut. Und dann würde ich sagen: Boah, toll, was die da machen. Also in dem Sinne, ganz herzlichen Dank für die Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Und es war eine Freude, mit euch allen, aus welchen Ländern auch immer, zusammenzuarbeiten. Mir hat es gut gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen dazu beitragen, dass Kolbing Europa sich entwickeln kann. Dankeschön. Thank you.